Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich nehme hier direkt das nächste Video auf. Wir haben den OP-sten Stuff. Und ich habe so Bock weiterzumachen. Auch wenn ich eigentlich gleich pennen gehen müsste. Ich mache dieses Video. Ich habe so hart Bock. Ich kann nicht anders als nicht aufnehmen. Es funktioniert nicht in meinem Kopf. Ach du Scheiße. Oh, sogar Rückenwind. Out. 130 Meter sollen wir trotzdem springen. What the fuck? Trotz so starkem Rückenwind. Oh. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da unten auch immer noch schön landen, ne? Ach du Scheiße. Ja, okay. Ja, und wenn ich dann einen perfekten Sprung erwische, dann. Und gute Verhältnisse. Da geht es Richtung Weltrekord. Ich sehe schon kommen. Mein Titel wird Weltrekord irgendwann zum Skifliegen. Ach du Scheiße. Ich hätte ganz kurz Angst, dass ich den nicht stehe. Das war echt knapp. Guck, wie früh wir hier abspringen. Da denkt man sich normalerweise eh keine Chance. Und dann noch auf dieser Schanze, die ja eh eigentlich auch gut für Flieger gemacht sein kann. Und hier dachte ich, ich lande den nicht mehr. Jo. Jetzt einfach nur noch Markus Eisenbichler schlagen. Das könnte aber schwierig werden. Der hat einen guten Sprung abgelegt. Gut, aber es ist eine Pflicht. Es ist eine Pflicht, hier jetzt zu gewinnen. Ja, einigermaßen zu spät. Es passt aber noch. Wir kommen nicht an die grüne Linie, oder? Reicht es mit dem Telemark? Ist es ein sehr ruhiger Flug gewesen? Haltungsnoten gut? Oh. Ah, scheiße. Oh, was hat Kobayashi Yoshida gemacht, Digga? Der hatte Traumverhältnisse. Kannst du mir nicht erzählen, dass er keine Traumverhältnisse hatte? Okay. Gut, Engelberg 2, Jalla rein da. Digga, wir sind so hart unschlagbar. Eigentlich. Sei denn Ryu Kwayashi packt wieder alles aus, was er kann. Da wird schwierig. Ja, sonst der Rest. Keine Konkurrenz, Digga. No front. Oh. Digga, dieses Spiel macht Spaß. Schau mal an. Hier. Hier geht noch ein bisschen besser. Ein bisschen früher noch. Und dann hier die Höhe. Hier habe ich gemerkt, aua, der geht weit. Und hier wusste ich, okay. Grüne Linie, Bruder, was ist das? Na, 19, 18, 5, 18. Erster Platz. Ja, wir hätten noch guten Wind. Jetzt ganz minimaler Rückenwind. Ich will ein gelbes Trikot im Weltcup. Sag ich dir so, wie es ist. Und erstmal 4 Schanzenturnier gewinnen. Au. Yes! Oh, dieser minimale Rückenwind. Der liegt mir, Digga. Weil der kann mir halt auch nichts ausmachen. 20, 20, 19, 19, 20. Herrlich. Oh. Ob wir das noch kompensieren können im Sprung? Oh Gott. Ja, können wir. Es ist geisteskrank. Ich sag dir eins. Vickersund. 3 Stärke auf und maximaler. Perfekter Absprung. Dann ist der Weltrekord in Gefahr, ne? Autsch. Naja, mal gucken, wie viel wir jetzt im Gesamtweltcup sind. Fünfter. Und wir holen auf nach vorne, ne?
Der ist noch sowas von drin. Aber es kommen auch wieder Chancen, die mir nicht so liegen. Engelberg liegt mir jetzt nicht unbedingt. Jetzt kommt Oberstdorf. 4-Schanzen-Tournee. Ich weiß nicht, wie gut ich in. Also, ich weiß, dass ich in Innsbruck Zweiter war und in Garmisch gar nicht mich qualifiziert habe mit dem 59. Platz. Und Oberstdorf war, glaube ich, so Durchschnitt. Na, auf jeden Fall jetzt mit Rückenwind. Ich bin gespannt. Ich kann die Schanze von Oberstdorf, die Nicht-Flugschanze, kann ich nicht einschätzen. Doch, da ist was drin. Ich gehe noch kein Risiko. Es ist die Quali. Ich meine, warum sollte ich da ein Risiko gehen? Ja, ich bekomme einen schlechteren Gegner. Wow. Surprise. Jetzt wird es dunkel. Das ist eigentlich auch cool gemacht, dass es auf einmal dunkel wird. Quali-Sieger gegen Pavel Vasek. Bester Pole. Realitätsweltcup. Oh, das könnte pervers werden. 139 Meter müssten wir eigentlich springen. Das könnte pervers werden. Oha. Wer hat denn da gezaubert? Wir bekommen auch so schnell den Telemark hin. Ich dachte wieder, wir stürzen. Ich dachte wieder, ich stürze. Ich fasse es nicht. Ja, krass. Und da? Ja, 1985. Okay, und jetzt gibt's eine kurze Pause. So, ich bin zurück. Und jetzt kommt der zweite Durchgang.
127 Meter ist nichts. Bin ich ehrlich. Das ist nichts. Oh. Oder doch schon was? Nein. Ach, zum Glück. Zum Glück. So, ja. Gut. Eieieiei. Ja. Wichtig. So. So. Ach, gelb. Gelb für Schatz oder nicht, ist es auch logischerweise. Oh. So. Oh. Das könnte pervers werden. Oh. Scheiße. Nein. Wenn ich irgendwas perfekt erwische. Und dann ein guter Aufwind. Oh. Wow, Überraschung, wieder gegen Pavel Vasek. Ja, war die jetzt nicht ganz so optimal? Ist jetzt nicht so gut wie das vorhin. So. Ja. Ach Gott. Jo. Gut, für Schatzeturniersieg, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Da läuft mir gleich den Rücken runter, so gut. Oh, 40 Punkte. Ja, gut, das wird noch locker Platz 1, glaube ich schon. So, und jetzt Innsbruck. Das liegt uns doch eh. Auch wenn mir gar nicht mehr liegt. Eigentlich. Ah. So, come on. Aufwind. Oh Gott. Pervers, pervers, pervers. Come on. Das kann gut werden. Kann. Oh. Nee, ist nicht ein starker Sprung, aber egal, es reicht. So. Oh. Das kann knapp werden. Ach Gott. So, Achter. Oh. Jetzt Rückenwind. Come on, come on. Ja. Ja.
Oh, es reicht nicht, schade. Es geht um Gelb, ne? Um insgesamt Gelb. Wenn ich nicht stürze, dann ist die 4 Schatze in unserer Tasche. So, komm mal. Oh, das können wir noch verbessern. Sprungkraft höher. So, komm, Bischofsrufen. Eieiei. So. Come on. Ja, es soll leichter Rückenwind, einen leichten Rückenwind geben. So viel zum Thema leichter Rückenwind. Kompletter Aufwind. Ja, oben lief's gut. Es ist halt hier komplett grün in der Anlaufspur. Das verwirrt mich ein bisschen, aber ist egal. Oh. Gut. Oh. Das war jetzt, ein anderes Thema. Also, ja, der Absprung, du, also. Naja. Come on. So. Zack. Oh. So. So. Ja, fünfter. Lauerstellung. So. So. Das war nicht gut, aber das reicht für die Fischschatztournee. Ja. Ja. Und damit haben wir den Adler gewonnen. Das ist die Weltcup-Gesamtwertung. 200 Punkte. Und jetzt nochmal Bischofshofen. Okay, stimmt. So. Ja, leichter Rückenwind. So. Ja, ist ordentlich. Komme ich gut raus. Stark. Stark. Ja, solide. Oh, die Quali. Hoch. So. Oh. Ach Gott. Ach Gott. Okay. Das können wir noch aufholen. Ich bin positiv gestimmt. Es ist tatsächlich sogar noch möglich. Ja, ist okay. So, sorry. So. Ja, ist okay.
Da muss mehr gehen. Ja, komm, jetzt noch einmal und dann war's das mit der Aufnahme. So. So. Und jetzt vielleicht aber den Absprung gut treffen. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Ja, gut, das war deutlich zu hoch. Deutlich zu, genau. 152, wow. Ist auch viel. Hätte ich nicht mitgerechnet. So, 21 Punkte, ja. Komm, jetzt noch mal so einen guten. So. Ja. So. Ja. Komm, jetzt noch zweite Runde runterbringen. So. Ja. Ja. Souveräner Sieg. Souveräner Sieg. Souveräne Siege. Ja. Ja, okay, das war's mit dem Video. Haut rein, Leute. Ciao.